Das, liebe Freunde, ist ein deftiges Schweinefilet in drei verschiedenen Variationen mit gerösteten Semmelknödeln und Speckbohnen. Und wie ich das gemacht habe, wie es dazu gekommen ist, nach dem Intro zeige ich es euch. Bis gleich! Servus, grüßt euch, da bin ich wieder, der Wolfi. Herzlich willkommen zurück bei mir in meiner Küche. Vor ein paar Wochen habe ich einmal einen Salami-Käse-Zopf gemacht. Den da, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Ja, und da habe ich, weil es ein neues Rezept war, einen Hefeteig, einen fertigen Hefeteig, einen Pizzateig benutzt. Weil für einen Versuch, einen neuen Teig zu machen, erschien mir unsinnig und erscheint mir immer noch als unsinnig. Heute mit diesem Filet, da werde ich auch wieder einen fertigen Hefeteig verwenden, weil es wäre ein Schmarrn, wenn es hinterher nichts wird. Und ja, jetzt würde ich sagen, packen wir es. Erst einmal hier das Filet. Da schneiden wir uns jetzt gerade einmal so 6 Scheiben runter. So. Und dann geben wir ein bisschen Mehl hier auf die Arbeitsfläche. Lasst sich schön bearbeiten. So, ein Messer. Gehen wir mal so entlang. Ja, und dann werden wir 2 Streifen ungefähr gleich breit vom Teig runterschneiden. Ein bisschen Mehl noch unten rein. Die Streifen ein bisschen ausrollen. Mir wird der Platz zu eng. Butterkäse unten auf den Boden legen. So, schön Abstand lassen. Das wird schon. Tja. So. Hier habe ich ein paar selber eingelegte Kräuter. Knoblauchzehen. Boah. So. Da ist Thymian drin, da ist Rosmarin drin, Senfkörnel. Also lauter gute Sachen. Da schneiden wir uns jetzt ein bisschen was runter. So. Ein bisschen Meersalz. So, ein paar Krümel drauf. Das schadet nicht. Dann geben wir hier ein bisschen Chiliflocken drauf. Und das machen wir uns jetzt zu wie ein Ravioli, so haben wir das vorgestellt gehabt. So. Schön andrücken. Wir brauchen noch ein Eigelb. Jawohl. Ich weiß, hätte man vielleicht vorher einbimseln sollen, gell? Wäre vernünftiger gewesen. Aber wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Zack. Machen wir es so. Schau her. Fein, fein. Jetzt machen wir mit der zweiten Bahn weiter. Die Ränder gleich bestreichen. Ihr seid wirklich dabei, wie ich ein komplett neues
Rezept. Freischnauze probier, ohne dass ich es jemals selber gemacht hatte. Schauen, wenn ich das so reinfalte, ob das dann besser wird später. So. Gut. Bitte sehr, schaut nicht einmal so schlecht aus. Aufräumen und dann geht's schon gleich weiter. Das schaut mir sehr gut aus. Das werde ich jetzt hier auch versuchen, noch irgendwie hinzubekommen. So. Okay. So. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut erkennen, was ich hier zaubern tue. Und meine größte Hoffnung ist es, dass es auch was Ordentliches wird. In der Zeit, wo ich hier sauber gemacht habe, überlege, ja, wie garsten das jetzt? Backofen. 180 Grad, Ober-Unterhitze, 20 Minuten. Na, aber man denkt, ja. Und was ist mit Frittieren? 5 bis 10 Minuten, ungefähr 170 Grad. Oh, man denkt, ja, das geht auch. Ja. Na, aber man dachte, im Airfryer bei 180 Grad, 15 Minuten, 20, müsste eigentlich auch gehen. Und dann haben wir mal gedacht, wenn du das nicht weißt, was du willst, machst am besten alle drei Variationen gleichzeitig. Und das machen wir dann. So, aber jetzt machen wir erst hier fertig. Wir pinseln es nochmal kurz ein. Mit dem Ei. So. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge hättet, bitte jederzeit gerne. Schreibt das bitte unten in die Kommentare hinein. So, das wäre jetzt schon fertig, aber ein bisschen schwarzen Sesam. Hier noch ein bisschen. So. Wunderbar. Und jetzt, da man Airfryer vorheizen. So, genau. So, dann erhitze ich etwas Öl, weil ich werde zwei Stück auch frittieren. So, ich denke 180 Grad, wie gesagt, sollten genügen. Und das für 20 Minuten. Gut, der Airfryer ist vorgeheizt. Da gebe ich jetzt zwei Teile drauf. Obwohl, ich denke, ich werde den Boden etwas einpinseln mit Öl. Da klaue ich mir hier jetzt ein bisschen. So. Nicht, dass mir die Teile ankleben. So. Schaut's her. Und rein damit. Auch hier mache ich 20 Minuten bei 180 Grad. Auf geht's. Ein schönes Stück Butter in die Pfanne. Denn in der Zwischenzeit werde ich mir noch ein paar Semmelknödel abrösten. Und im Hinterntopf habe ich noch ein paar Speckbohnen. Das Fett ist auch heiß. Da gehen wir mit der Temperatur mal ordentlich zurück. So.
eine Delikatesse, abgeröstete Semmelknödel. Sagenhaft. So. Mal umdrehen. Bin ja gespannt, welche Variation am besten schmeckt. Wenn wir nochmal wenden, den holen wir uns jetzt mal raus. Ein bisschen abtropfen lassen. Schaut schön aus, gell? So, mal umdrehen. Da. Ich finde, die schauen richtig, richtig gut aus. Ja, dann würde ich sagen, füllen wir auf. Schön knusprig, so wie ich es mag. Herrlich. Und noch ein paar Böhnchen. Ja, liebe Freunde, da haben wir sie. Unsere deftige Schweinefilet im Teigmantel in dreierlei verschiedenen Variationen. Schaut euch das an. Mit abgerösteten Semmelknödel und Speckbohnen. Ein Gedicht. Und jetzt probieren wir es. So, liebe Freunde, schaut her, das sind die dreierlei Versionen. Das hier ist gebacken, das hier ist aus dem Airfryer und das ist das Frittierte. Jetzt habe ich gerade auf den Kräuterknoblauch gebissen. Der passt wunderbar dazu. Sagenhaft. Ich würde sagen, Experiment gelungen. Es ist wieder ein wunderbares Gericht entstanden. Und weil es so ist, sage ich mal wieder vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir, dass ihr mir zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, bitte schreibt mir einen netten Kommentar, lasst mir ein Like da oder ein Abo. Der Wolfi freut sich. Und der Wolfi sagt dann, für euch. Bis zum nächsten Mal. Ich lasse mir es jetzt gut gehen. Bis dann. Für euch.